Wow, was ein riesiges Schloss hier ist. Wir sind in der letzten Folge durch das Äonentor gegangen. Oh, aua. Wir sind durch einen Äonenpalast auch noch durchgegangen und auf einmal sind wir nun hier. Also ein Palast in einem Palast. Irgendwie wird das langsam ein wenig seltsam, wenn ihr mich fragt. Aber es ist sehr gut, dass wir Kuopio geupgradet haben, denn mit Ultrapanzer umgeht dann nämlich alle Verteidigungen von jedem Gegner. Und die Attacke ist ja einfach nach links spam. Super simpel, super einfach. Bam. Sind ja alle One-Shot und wir kriegen so viele Erfahrungspunkte. Deshalb würde ich sagen, würde ich auch sagen, ja, killen wir mal alle Kettenhunde. Da haben wir auf jeden Fall was von. Wow. Und natürlich wollen wir auch noch herausfinden, wie wir da hineinkommen. Aber es sieht so aus, als müssten wir rechts gleich einen Parcours machen oder so, weil von hier kamen wir. Hier sind diese Ketten und Statuen. Allerdings machen die nichts. Die sind einfach nur so eine Statue halt. Andererseits, jetzt wo ich es so ein bisschen vom Näheren betrachte, könnte es sein, dass man die wegsprengen kann. Warte mal, vielleicht muss ich ihn da reinwerfen. So in das Maul. Das könnte? Aha. Oh, wirklich jetzt? Oha. Oh, ich muss das sogar machen. Okay, das war aber ein echt krasses Versteck. Also wirklich. Das fand ich jetzt nicht so einfach. Und schaut mal einer an. Da können wir uns gleich in ein Papierboot verwandeln. Und rüberdüsen. Hier ist uns nichts. Schade. Ich dachte, vielleicht wieder ein Sternsplitter hinter der Laterne. Nö. Leider nicht. Okay, aber wenn wir so in den Palast reinkommen, oder zumindest in die Nähe. Was ist denn mit der anderen Statue hier drüben? Und ist hier noch ein Kettenhund oder irgendwas? Also, okay, hier ist noch ein Weg. Wo soll mich denn der Weg hinführen? Geht sich hier nicht drinne weiter? Hätte ich zumindest gedacht. Ja, Spiel. Nein, kein Dürren. Ich habe drauf gewartet. Spiel hat mich enttäuscht. Aber zumindest zappelt da so schön dieses Ausrufezeichen bei dem Schalter ein bisschen rum. Ah, ich musste sogar beide aktivieren. Na, sonst hätte ich mit dem Schiff nicht landen können. Alright. Gut, aber was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich hier rüber gehe? Was ist das hier drüben so schönes? Ionpalast UG3. Aha. Ich wechsle mal meinen Partner aus. Ja, erstmal Gumbrina. Das Unbekannte macht mir Angst. What the hell? Was bist du denn? Das sieht ja cool aus. Aber was soll der darstellen? Hat er so vier Hände mit drei Fingern jeweils? Oder ist es was ganz anderes? Also, ich hoffe nicht, dass das was anderes ist. Oh, Luigi mit dem Publikum, cool. Das ist ein lila Magimek. Magimeks sind magische Roboter aus der Antike. 10 KP, 5 Angriff, 2 Verteidigung. Sie setzen Magie für Angriffe und Schadensveränderungen ein. Sind sie allein, erzeugen sie Doppelgänger, um von sich selbst abzulenken. Magimex sehen also etwas seltsam aus, sind aber ernstzunehmende Gegner. Okay. Ja, glaube ich auf jeden Fall, wenn du das sagst. Aber der Hammer ja schon mal nicht schlecht. Nicht schlechten Damage gemacht. Ja! Was hat er denn drauf? Er ist weg! Oh nein! Hey, hört mal die Musik! Das ist Underground-Theme von Mario. Kann ich da zufällig? Nö, die schweben so ganz leicht, dass es nicht klappt. Okay, egal, wir haben Kuopio. Kuopio, mach's dein Powerpanzer, der sollte reichen. Und los! Schön, der hinterste war es. Den hätte ich nicht erratet. Bin ich ganz ehrlich mit euch. Na, 7 Erfahrungspunkte sind zwar schon gut, aber wenn er jedes Mal diese Attacke macht, weiß ich auch nicht. Aber hey, ich bin froh, dass Kuopio hier wirklich viel leisten kann. Bin ich wirklich froh drüber. Dennoch, Vorsicht sollte geboten sein. Gumbrina nach vorne. Und wo sind wir jetzt schon wieder? Oh, oh, Kettenhunde. Oh, nett. Danke für die kostenlose. Ich wollte sagen, danke für die kostenlosen Erfahrungspunkte.
Und wisst ihr was, die hole ich mir jetzt auch. Ist mir egal. Boah. Langsam wird es aber teuer mit den WP. Aber komm, die Erfahrungspunkte sind es wert. Und. Juhu! Ja, beim nächsten haben wir ein Level Up. Beim nächsten Kettenhund. Oh, und wir kriegen einen Superpilz. Ich glaube, den werde ich auch direkt mal fressen. Ne, warte mal. Ich fresse dann, glaube ich, einfach mal. Oder ich trinke mal lieber Ahornsirup. Ja. Trink mal. Mach das. Mama, yummy! Und ist da vorne noch ein Gegner? Nee. Ich trau dem Braten hier nicht. Hier geht doch irgendwas ab. Irgendwas ist ja faul. Aber wirklich, wirklich faul. Oh, ein Block. Nett. Dankeschön. Ein Eis hoch. Für den ich keinen Platz habe. Also schmeiße ich ihn weg. Hab sowieso noch einen. Ein uralter Eishauch. Der ist schon seit Jahrhunderten. Mann, wie lange geht denn das hier? Ich drehe mich hier im Kreis, habe ich das Gefühl. Oh. Hatten wir den schon mal? Doch, ich glaube, den hatten wir schon mal. Ich glaube, ich kann mich an dich erinnern, Kleiner. Lass mal sehen, ob die, Lebensleiste auftaucht. Ja, tut sie. Okay, hauen wir mal ab. Ich glaube, der hat auch, ja, 5 Erfahrungspunkte für den kleinen Racker. Ist auch gut. Also wirklich, hier kannst du am besten farmen. Und ich glaube, wenn man... Was ist, oh, was? Verwirrpulver. Verwirrt Marius Gegner und führt zu Kontrollverlust. Okay, das hatten wir auch noch nie. Nehme ich mal mit. Bin ich mal gespannt, ob das besser ist als der Eishauch. Ja, komm. Wenn jetzt so viele Gegner sind... Dann nehme ich die Erfahrungspunkte einfach mal mit. Ja, warum nicht? Oh, jetzt ist halt natürlich die Frage, kann Kupio durch die durch? Kann er das? Schafft er das? Will ich das probieren? Wenn ich ehrlich bin, ja. Ich will das probieren. Versuchen wir es. Okay, ja, er kann die angreifen. Ich dachte, vielleicht brennt er dann oder so, weil das ja... Weil er fest ja Flammen an, keine Ahnung. Aua. Aber ne, das stört ihn wohl nicht. Ich hab doch gedrückt. Betrug. Was soll das? Verflixt. Und genagelt. Kannst du da vielleicht aushelfen? Ja, wow, jetzt habe ich... Die Attacke kostet sowieso schon 3 BP und hier habe ich 2 mal gemacht, also 6 BP. Da hätte ich gleich die 6 BP Attacke machen können. Oder macht die überhaupt mehr Damage? Was soll's? Level up! Und nein, ich habe meine Orden noch nicht sortiert und gemacht. Das kommt noch. ja, also... da fragt er mich jetzt aber was. BP. Ich möchte mehr BP haben. Wie gesagt, ich bin eigentlich zufrieden mit den Ordenpunkten. Bei meinem nächsten Level würde ich sogar Leben tatsächlich machen. Ich bin eigentlich relativ zufrieden im Moment. Oh, Mario wird zum Pop, zum Topstar. Ich hatte Popstar, nee, zum Topstar. Seine nächsten Kämpfe finden auf größeren Bühnen statt. Oh, hey. Das erinnert mich total an die Mario-Luigi-Reihe, wenn du da in manchen Spielen, in manchen Spielen kannst du da so einen bestimmten Rang erreichen. Und das ist so ähnlich hier, glaube ich, oder? Ah, Level 20 haben wir jetzt. Ist das jetzt die größte Bühne überhaupt, oder wie? Warum ist denn Safe-Block? Warte mal, ist das vielleicht optional, da hinten lang zu gehen? Ah, ich gehe zurück. Oh, bis gleich. Ja, ich bin jetzt aber zurückgerannt. Was soll's? Oh, da kann ich nicht lang. Okay. Weil wenn da rechts ein... Ja gut, hier ist auch ein Safe-Block. Deshalb habe ich halt gedacht, da oben geht's weiter. Aber jetzt, weil da hinten einer ist... Andererseits, man kann sich auch heilen. Mann, ich weiß es nicht. Egal, wir gehen jetzt mal hier lang. Hier hinzukommen ist ja auch nicht ganz so einfach herauszufinden, deshalb vielleicht ist das ja Bonus. Am Ende geht es hier weiter. Ich hab absolut keine Ahnung, was ich denken soll. Immer Vorsicht raus. Äh.
Okay, hier geht's weiter. Was ein Hin und Her. Aber hoffentlich werde ich es nicht bereuen, jetzt hier nochmal zurückgegangen zu sein. Wir schauen einfach mal, was vor uns kommt, was vor uns liegt, was wird. Oh nein, hier geht's weiter. Mann, ich bin verwirrt! Was seid ihr denn für erbärmliche Gestalten? Hä, was zur Hölle? Oh nein, das ist der Bruder von Logard, oder? Von dem die Rede war. Es ist schon lange her, dass sich jemand hier verirrt hat. Wer seid ihr, dass ihr mit schmutzigen Füßen diesen heiligen Ort entweiht? Ist das nicht diese Logard, die wir neulich erst besiegt haben? Was macht die denn hier? Was sagt ihr da? Ihr habt meiner süßen kleinen Schwester etwas angetan. Und ich habe mich schon gewundert, dass sie mir nicht mehr geschrieben hat. Mit diesem Clown? Hör mir gut zu, mein Name ist Lobert. Und als erstes werde ich jetzt meine kleine Schwester rächen. Danach werde ich euch Stück für Stück verspeisen. Oh oh. Bossfight. Aber scheinbar nur ein Zwischenboss. Denn das ist unmöglich. Der Endboss dieses Kapitels. Jetzt aber wie riesig die Bühne jetzt ist. Hier, frische Beute. Wie lange ich darauf gewartet habe. Ich werde mir viel Zeit mit euch lassen. Und ich werde es genießen. Oh oh. Not so good. Kannst du mal bitte den Lobert für uns scannen? Der steht doch bestimmt auch in deinem Buch. Oder? Hast recht, das ist Lobert. Ganz offensichtlich Logards großer Bruder. Die beiden sehen sich aber auch wirklich zum Verwechseln ähnlich aus. 80 KP, 8 Angriff und 2 Verteidigung. Boah, 80 KP. Neues Maximum hier, neuer Rekord. Lobert nutzt Stampf- und Beißattacken und er hat einen giftigen Atem. Senken seine KP verwendet er noch ein paar andere fiese Tricks. Vor allem sein Superhauch könnte dir ein echtes Problem sein. Und er kann sich aufladen, aber da kann die Barbara mit ihrem Such mich sicher helfen. Barbara, sagst du? Na gut, dann hilft mir ja Barbara. Was zum... Oh, wie das stinkt, ey. Was hast du gefressen? Puh. Ich glaube, da muss ich dir erstmal ein paar Manieren beibringen. Zerschlitzt den Bildschirm, fügt allen Gegnern sehr großen Schaden zu. Was um was? Jaha! Eins. Zwei. Ja, guck mich schon so an. Na, es wird denn das jetzt hier? Ja, pass ruhig auf. Drei. Vier. Und alle guten Dinge sind fünf, nicht mehr drei. Vorbei. 15 Damage. Ja, ist okay. Weiß nicht, ob es das worth it war, aber es ist okay. Machen wir den normalen Schattenhieb. Bam. Verbrennung hat geklappt. Sehr schön. Alright. Was macht er jetzt? Verstampft? Ja. Mama mia. Was macht der Bruder? Oh, danke. Das war wohl ein Freund von Barbara. Na dann. Wenn das so ist. Was kann ich denn noch machen? Das, glaube ich, wird nicht funktionieren bei dem Kampf. Wenn ich ehrlich bin. Ja, wir haben gute Items. Vor allem der Schokokuchen. Not bad. Ich sollte wirklich mal ein paar BP ausgeben. Umgeht die gegnerische Verteidigung. Er hat 2 Verteidigungen. Deshalb ist der Anti-Verteidigungs-Hieb hier, glaube ich, am sinnvollsten. Also, los geht's! Bam! 6 Damage. Ist in Ordnung. Ich würde sagen, das ist wirklich völlig in Ordnung. Ansonsten. Ja, noch ein Schattenhieb. Ich weiß, Barbara ist nicht die stärkste. Aber ich bin ein großer Fan von ihrem Gameplay. Genauso wie von Kupio und von Gumbrina. Okay, zumindest geblockt. Zumindest mal geblockt. Komm, krieg einen Heal, krieg einen Heal. Was ist jetzt los? Was ist das denn?
Ist irgendwas runtergefallen? Irgendwelche Würmer oder was das waren? Oder waren das Dosen? Keine Ahnung. Nee, mache ich keine Heilung. Ey! Stopp, Mario ist schon, jetzt schon fast tot. Das ist gar nicht gut. This is not so good, aber es ist kein Problem. Denn wir setzen einfach einen Superpilz auf Mario ein mit Barbara. Und dann macht Mario nochmal einen hammerharten Schlag. Boah, hätte ich diesen Invincible, nicht Invincible, diesen unendlichen Sprung, das wäre so gut jetzt. Aber naja, machen wir wieder diesen Anti-Verteidigungs-Hi! Wir haben fast die Hälfte, schätze ich, aber es könnte besser laufen. Hihoho, etwas zäh seid ihr ja schon. Wie wäre es denn hiermit? Oh oh. Oh! Alter, 9 Schaden! Das war geblockt, da hätte man mal 10 Schaden gemacht. Was zur Hölle? Okay. Andere Taktik. Ich greife Mario an. Und da ja der Tipp war, versucht mich mit Barbara einzusetzen, werde ich das jetzt spammen. Ich habe sowieso genug BP. Ich habe mich auch gelevelt mit BP. Also, such mich. 1 BP nur. Verschickt Mario im Schatten. Schützt einen Zug lang vor Attacken. Aber ich muss dafür die angezeigten Knöpfe schaffen. Ja, okay. Easy. Und Bingo! Schade. Schade. Blum. 150 Zuschauer können wir auf dieser Bühne jetzt haben. Alter! Oh, der kann trotzdem zweimal angreifen! Was zur Hölle? Ja, nee, ist klar! Oh, ich habe schon echt viele Ultrapilze. Ich sollte einen benutzen. Ich sollte wirklich einen benutzen. Machen wir's. Ah, nein, 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 stopp, stopp. Items. Ultrapilz, Mario. Komm, gönn ihn dir. 50 KP. So, die Finger abneigen noch. Was ein sensationeller, geil schmeckender Pilz. Was machen wir hier? Ich schätze, wir können Power Plus machen. Ja. Ja, würde Sinn machen. Okay, ziehen wir mal wieder auf die Tafel, ne? Bong, das war schlecht. Oh Gott. Okay, 1. Bam, 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 bam. Schön, 2. Beide bisher 2. Ah, 3 auf beide. Es ist okay. Kann ich mit leben. Wie du so reinstaltet. Na, seid ihr fertig? Bin ich jetzt dran? Wow. Trotzdem noch 7 Leben. Was zur Hölle, Mann? Was ist eigentlich dein blödes Problem? Du blöder großer Drache! Das ist immer X? Das war jetzt mehrmals hintereinander X. Okay, Mario. Oh, die Musik ist so geil, ne? Bam! Boah, 9 Schaden war das jetzt! Mit dem Anti-Verteidigungs-Hieb. Wie er uns anguckt. Hä? Es brennt! Okay, cool, danke. Ich habe euch unterschätzt. Aber denkt nicht, ihr hättet eine Chance. Ich habe noch etwas ganz Besonderes für euch. Plus 8! Plus 8 Schaden. Okay. Ja. Ganz normal. Plus 8 Schaden. Also, wenn ich ehrlich bin mit euch. Also, wenn ich ja ganz ehrlich bin mit euch. Ich riskiere es nicht und versuche ihm auch jetzt nicht nochmal Schaden zu machen. Ja, ich könnte jetzt riskieren irgendwas mit 8 Schaden. Nein. Nein, machen such mich. Jetzt bloß nicht verkacken. Bab. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach nur einen Angriff, nicht 2. Super Hauch! Alter! Boah, das hätte mich nicht überlebt.
Und? Merkt ihr jetzt auf, was ihr euch eingelassen habt, hä? Hä? Wo seid ihr denn hin? Tja, wo sind wir denn nun? Da sind wir. Oh, verdammt, jetzt aber! Wie jetzt aber? Alter, der beißt mich einfach so! Was zur Hölle? Kollege? Ich glaube, es hat sich jetzt ausgehaut für dich! Also ausgehaut? Haucht? Haucht? Haut? Ah. Schattenlieb. Ist vorbei, Mann. Was brennt so grässlich? Oh, was? Ich bin... Uff! Wow. Das war's wohl. Für ihn! Und wir kriegen Abschlussbonus von 50 Münzen. Wann hatten wir zuletzt einen Abschlussbonus bekommen? Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Na gut. Nice. Boah, wieder wackelt. Hey! Vielleicht doch nicht so optional. Schaut mal, was wir hier haben. Einen Sternschlüssel! Ein seltsamer, sternförmiger Stein. Okay, also wir mussten hier lang. Früher oder später zumindest. Okay, er lebt aber noch, oder? Jetzt haben wir noch so ein bisschen rum. Kann es euch nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurückrennen werde. Und wir jetzt diesen großen Turm, den Ionenturm, bewältigen werden als nächstes. Also, los geht's. Dann segeln wir mal wieder zurück. Juhu! Ich glaube, hier wird das Finale sein, wenn ihr mich fragt. Ich habe das starke Gefühl, dass uns auf der Spitze des Turmes ein epischer Kampf erwarten wird. Aber schauen wir erstmal. Sieht ja schön aus hier. Okay, dann lass mich da halt nicht reinspielen. Was sagst du dazu? Der Partner ist so einen riesigen unterirdischen Turm. Und zu welchem Zweck? Was hat es zudem mit all den Räumen auf sich? Ich liebe ja Rätsel, aber das ist mir eine Nummer zu mysteriös. Ja, kann ich verstehen. Keine einzige Tür lässt sich von mir öffnen. Okay, dann gehen wir halt oben entlang, schätze ich. Schon wieder dieser Spiraleffekt, den wir damals bei Logarts Burg hatten. Aber hier ist alles zu, ne? Ja, hier ist alles zu. Ich glaube, die müssen leuchten, die Türen, damit die. Damit das heißt, sie sind offen. Ja, was ist denn das denn? Hä? Sag mal bei Kirby. Mario, seh nur! Hä? Ein Sonnensystem. Ist das riesig? Was das wohl ist? Na, oder nicht? Oh, und hierfür mussten wir Lobert besiegen. Damit wir seinen Sternschlüssel hier hinein stecken können. Und jetzt, was zur Hölle? Was zur Hölle? Oh, doch nicht so schlimm. Wie viele Schlüssel soll ich bitte holen? Okay, jeden einzelnen Raum, ich verstehe schon. Okay, Spiel. Ja, alles geht auf, ne? Ja. Alle 8 Türen gehen auf. Man könnte einen Schlüssel reinstecken, Mario. Ja. Na gut. Könnte man wohl. Ja, fangen wir unten an. Arbeiten wir uns von ganz unten nach ganz oben auf, würde ich sagen. Das erschließt sich mir als am logischsten. Ja. Also wird das hier wohl doch länger noch als eine Folge sein. Was haben wir denn hier? Groß und gefürchtet, weit und breit, unsichtbar doch vorhanden. Suche und du findest mich. Was, groß und gefürchtet, weit und breit? Unsichtbar doch vorhanden. Also ist hier jemand unsichtbar? Hallo? Hallo? Ja, was haben wir hier? Hier ist irgendwas. Und kann ich das vielleicht wegpusten? Versuchen wir es mal. Ja, tatsächlich! Oh krass, Erona wird auch mal benutzt. Woohoo! Das war ja einfach. Ist das schon der Schlüssel?
Ich dachte ganz kurz, wäre eine blaue Truhe oder so. Hat nur blau geschimmert, aber hey, der Schlüssel ist blau. Turmschlüssel. Das hier ist noch. Ah, ist noch ein Äonenpalast. Okay. Das war ja simpel. Einfach nur hin und her rennen und das war's schon. Na gut. Was haben wir hier für ein Rätsel? Steine voll Kraft, wie ein Gestirn. Trau nicht nur deinen Augen. Und was du berührst, wird zur Luft. Wie, was soll das heißen? Also ich berühre, wird zur Luft. Ist hier irgendwas wieder unsichtbar? Oder soll ich mich hier... Soll ich irgendwie pusten, oder... Hat es irgendwas mit den Sternen am Boden zu tun? Ich lese nochmal. Trau nicht nur deinen Augen. Was du berührst, wird zur Luft. Steine voll Kraft wie ein Gestirn. Okay, trau nicht deinen Augen. Nee. Vielleicht in die Luft sprengen? Okay, aber was? Ja, natürlich die Frage. Nochmal. Steine voll Kraft. Wie ein Gestirn. Trau nicht nur deinen Augen und was du berührst, wird zur Luft. Nicht nur deinen Augen. Steine voll Kraft. Das klingt aber schon für mich. Wie Steine, Luft. Er kann Steine in die Luft sprengen. Aber das scheint ja nicht das Rätsels Lösung zu sein. Habe ich sonst noch jemanden, der hier passen könnte? Hast du vielleicht einen Tipp für mich, Gumbrina? Da steht etwas an der Wand. Ich glaube, es hängt mit der Geschichte des Turms zusammen. Ja, nein, du hilfst mir nicht. Hä, was soll das? Aha, das erinnert mich sehr an Paper Mario 1. Da gab es auch so eine asoziale Stelle. Was soll? Wie hätte ich darauf kommen sollen? Ja, okay, mit Kupio. Okay. Was ist generell die Wand? Ah, okay, ich dachte, das ist der eine Punkt. Nee, dann kann ich das noch akzeptieren. Wow. Ich dachte, dieser Turm wird ziemlich langweilig mit nur so 8 Räumen mit Kämpfen oder so, aber nein. Ehrlich gesagt, ich enjoy das bisher. Das ist ein gutes Rätsel. Okay, das erste war ziemlich einfach. Können wir den nicht auch kaputt machen? Nicht? Kriegen wir einen neuen Hammer oder was? Herren über Schatten und Dunkelheit. 4 Steine, 2 gleiche Räume. 2 sind einer. Einer, 2. Hä? 4 Steine. Hier sind 4 Steine. 2 gleiche Räume. Hm? Okay. 2 sind einer. Einer, 2. Das check ich nicht. Bin dafür zu dumm. Kann ich von da vielleicht dahin? Also diesen goldenen roten kann ich ja scheinbar nicht zerplättern. Und hier kann ich zwar lange, aber es hilft mir nicht. Und sowas wie wegpusten kann ich denn auch nicht. Richtig? Wackelt zwar ein bisschen, aber scheint sich nicht zu bewegen. Das wird niemals reichen. Nee. Okay. Ich werde gleich nochmal zurückgehen. Der meinte 2 Räume. Was für mich bedeutet, dass eventuell dieser Raum mit dem anderen da oben zusammenhängen könnte. Mach ich jetzt mal den hier unten. Nee, das scheint ein ganz anderer Raum zu sein. Egal, jetzt bin ich schon hier. 7 geschaffen von einem Hirn. Fern, fern, fern. Nana. Nana. Wie fern, 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 Nana. 3. 1, 2. Wie jetzt? Jetzt ist es kaputt oder was? Fern, fern, fern. Na, na. Okay, ich habe gerade wahrscheinlich na, 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 fern, fern gemacht, oder? Also. Fern, fern, fern. Na, na. Okay. Simpel. Super simpel. Das hilft mir immer noch nicht weiter mit dem anderen Raum. Dammit! Ich verstehe es nicht! 2 identische Räume? Was ist damit gemeint?
Habt ihr eine Idee? Habt ihr schon längst begriffen? Vermutlich schon. Ihr habt doch alle schon bestimmt dieses Spiel durchgespielt. Aber ich hab keine Ahnung. Der Block ist jetzt auch ganz weg. 4 Steine. Jetzt noch 3. 2 gleiche Räume. 2 sind einer. Einer ist 2. 2 sind einer. Einer sind 2. Zwei sind einer. Einer sind 2. Ich werde es wohl in der nächsten Folge erst herausfinden. Freunde, wenn ihr gehypt seid auf das Ende von Kapitel 8 und eventuell sogar des Spiels, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und beim nächsten Mal wird alles, glaube ich, ein bisschen aufgeklärter. Würde ich zumindest mal vermuten. Ich zerbreche mir jetzt meinen Kopf hier.